Eidesstattliche Versicherungen vorgelegt werden, die unwahre Angaben enthalten. Drittens, die Angeklagten würden mit einigen deutschen Zeugen erstaunliche Überraschungen erleben. Viertens, sitzen bleiben zu dürfen. Schöne. Ne? Ja. Und die verträumte Augen. Dieses Symptom hielt aber nur wenige Tage an. Dann machten sie einen völlig normalen Eindruck. Sie waren von normalen Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Ich... Nicht nur ich allein habe diese eigenartigen Augen bemerkt, sondern auch der damals bei mir befindliche Arzt, Dr. Johnston, einem britischen Militärarzt, einem Schotten. Es kam nämlich im Frühjahr 1942 ein Besucher zu mir, der ganz offensichtlich mich zu provozieren suchte und sich in einer eigenartigen Weise mir gegenüber verhielt. Dabei hatte auch dieser Besucher diese eigenartigen Augen. Hinterher frug mich Dr. Johnston, was ich von diesem Besucher hielte. Er sagte mir, ich sagte ihm, ich hätte den Eindruck gehabt, dass er aus irgendeinem Grunde nicht geistig völlig normal war, worauf Dr. Johnston, nicht etwa wie ich erwartet hatte, protestierte. Das hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue, für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Möge aus der klaren Erkenntnis der Ursachen, der unheilvollen Methoden und der schrecklichen Folgen dieses Kriegsgeschehens ich für die Konzentrationslager, für die Vernichtung jüdischen Menschenlebens, für Einsatzgruppen und anderes mehr. Dies alles entspricht weder dem Beweisergebnis noch der Wahrheit. Die Ankläger sind, so wie die Angeklagten, den Gefahren eines summarischen Verfahrens unterlegen, Grenzen gezogen. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jener zerstörenden Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Und heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, weiterhin die Welt bedrohen. Wenn ich in meinem Wirken Irrtümer aus falschem Gehorsamsbegriff begangen habe, wenn ich Befehle, die alle, soweit sie hier als Kardinalbefehle angeklagt gewesen sind, vor meiner Zeit erlassen gewesen waren,
so liegen Sie in einem mich mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen. Ich bin hier angelangt. Wer sollte dies nicht gewusst haben, wenn nicht Göring als Nachfolger des Führers? Wiederholt aber haben wir hier gehört, wie gerade die schwersten Verbrechen am geheimnisvollsten verschleiert wurden. Dass ich diese furchtbaren Massenmorde auf das Schärfste verurteile, und mir jedes Verständnis hierfür fehlt, stelle ich ausdrücklich fest. Ich möchte es aber noch einmal vor dem Hohen Gericht klar aussprechen. Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern. Für die von Herrn Dott in seinem Schlussplädoyer neu aufgestellte Behauptung.